Ich hab nur So, verteidigt. Last Team Standing. Das ist doch wieder, wo jeder jeden über den Haufen schießt, oder? Nee, das sind zwei Teams. Und du hast nur ein Leben pro Runde. Wow. Also, stirbst du oder was? Ja, und dann erst die neue Runde wieder mit dabei, genau. Wie bei Suchen und Zerstören. Ihr macht mich fertig. Nur ausgerechnet mit der Pfeife. Schwerste Panzerung aktiv, okay. Los, Sven, die machen wir kaputt. Let's go. 3 gegen 2 ist schon ein bisschen fies, oder? Ja, wir bräuchten da noch mehr Leute, ne? Also, wenn da noch jemand Bock hat, einfach melden, wie der Sven das gemacht hat. Wieder billig Knarre, geil, I love it. 3 gegen 2 und die Mädels in der Mitte, was? So, genau. Die kommt von links. Dass du das so gut weißt. Nee, der eine kommt von oben. So, und hab. Ja, gegen 2 Leute. Ach. Fuck. Jawoll! Wie war das? 3 gegen 2 ist unfair. Das Gute ist, ich habe erstmal Morgus aus dem Rennen genommen. Mehr braucht man nicht machen. Ey, ich habe 3 Kills. Jetzt war das 3 Tode haben, passt auf. Eigentlich macht man mehr Angst, der Kevin. Was? Ja. Ich habe eingeholt eben. Ach, Kevin, der kann nicht. Ich hab den einzigen Kill von uns gemacht, genau. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber wirklich Zufall, ne, wenn du hier was triffst. Ja, ich spiele eigentlich auch in Free-Aim-Lobbys. Bin ich Knarre. Hey, vorne bin. Ja. So. Hast du auch hier sowas wie RNG oder sowas? Was? Hast du auch mal mit den Knarren wegzunehmen, du Blinde? Alter. Nein, Mann! Da warst du jetzt auch selber schuld, du bist ja praktisch direkt hierher gerannt. Jawohl. Ich hab keine Chance, ne? Der nimmt mir die besten Waffen weg und rennt so zu den Leuten hin, die Blinde. Da kriegst du nur so eine scheiß Revolver. Was kannst du mit dem machen? Gerade so, guck mal, hier bin ich, hallo! Hier bin ich! Hier steh ich! Ausgleich! Nur, dann nimmt die Knorre und läuft los, die Blinze. Wen meinst du? Das komische Alien-Ding mit der Maske. Ich hätte den zuerst erschießen sollen. Oh, nee! Nee, Fatal Fire ist nicht, ne? Ich sah nur noch alle über die Wand springen, da hab ich gedacht, na schön, du machst da einen Schuss, dann wissen sie, wo du bist. Sinnlos, Katastrophe. 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 Wenn du mir jetzt wieder die Dinger nimmst, doch, fällt dir die Beine, bind die zusammen und dann kannst du sie wieder wegrennen, mein Freund. Im Team Rotröcke, ich sehe das gerade erst. Okay. Oh, da stand da oben. Der Markus kannte schon meine Technik, okay. Ja! Beide. Aber einmal schön das Blondier übers Dach geholt. Der Kevin, ich sag mal, das größte Problem ist wirklich der Kevin. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Taktisches Ablenken. Ja, ich wollte gerade sagen, mit mir rechnet keiner.
Ironischerweise, wie böse gemeint, das leichteste Ziel ist Baby. Ja, die kennt das schon, den ins Gesicht zu kriegen. Oder was? Oh. Ja. Die Falle. Ab wie vielen Jahren ist das Stream eigentlich freigegeben? Man weiß es nicht. Man munkelt. So, jetzt fäng ich mal ein bisschen an hier. Genau, da muss ich nicht über die ganze Arbeit machen. Los, Team. Die NPCs versuchen es wieder mit Formen und scheitern total. Ja, der LKW, der da rumgeglitscht ist. Aber der eine hat es jetzt geschafft, jetzt gerade durch das Ding durch. Ich habe da keine Waffe. Oh nee. Wo auf den Hügel, Kev, pass auf. Ich weiß, ich hab's gesehen. Mist. Wer ist jetzt noch? Nur noch Kev. Ach Gott, jetzt auf. Oh nee. Aber ich schätze, ausgerechnet den. Oh, nein! Jetzt zweite da. Ich hab ihn! Ein Ball hab ich noch. Ja, den ersten hab ich doch genommen, aber den zweiten nicht. Oh, schade. Danke, Kevin. Schade. Aber, ihr Baby, auf was hast du denn eigentlich gerade geschossen? Ich habe versucht, dich so anzuvisieren. War nicht auf dem Hügel, ich stand die ganze Zeit unten. Nee, aber ich hatte erst total gewartet. Irgendwann hat sich hinter dem Schild verkrochen und den habe ich versucht anzuvisieren. Na, das war. Ich weiß nicht, was war, ich weiß nie. Ich stand unten. Weil ich wusste, ihr kommt über die Dächer mittlerweile. Also nämlich die Position, wo du perfekt dahinter stehst. Ach, ich habe ja gesagt, der Stärkste ist der Kevin wahrscheinlich hier. Ja, einen konnte ich mitnehmen, aber der zweite war zu viel. Na, weil du erst runtergegangen bist und geschossen hast wie so ein Verrückter. Ja, ich habe am Anfang habe ich einen angeschossen hinten, ja. Da bin ich übers Dach rüber, habe mir den ersten geholt, aber der zweite hat mich dann geholt. Na ja, komm, entscheidende Runde, das kriegen wir hin. Nee, hinter dir. Andere Seite. Nein! Ja, mit beiden. Ich wollte die Brandung zu mir. Mich haben sie mitgeholt, aber ich habe einen mitgenommen. Jawohl! Ah, Michi. Ich habe Markus und die Mieze. Nee, und Baby erwischt. Ja, und mich hat der Bitte erwischt. Schade. Aber wir haben uns beide geholt. Ah, oh, schade, aber war eine gute Runde. Nö, nee, es war wirklich. Das war ein bisschen taktischer. Ja, diesmal war es ein bisschen nicht so so krasses Vorstürmen. Also irgendwie ist aber das Timo ausgeglichen, ne? Weil nehmen wir mal an, der Kevin wäre jetzt bei mir oder ich mit dem Kevin alleine, das war kritisch. Man weiß es halt nicht, ne? Also bei Ungehen brummt es die ganze Zeit. Ich höre es auch, deswegen kann es nicht bei mir sein. Bei mir auch nicht. Ich brumm gerade auch. Ja, denk dran, nur noch ein Sieg und wir haben gewonnen. Das wird man hört auch irgendwie einen Steve gar nicht mehr. Kann sein, dass bei dir ist. Ne?
Oh, das war's. Schön. Markus, ist aber gut. Ja, du musst auf den Kopf zielen. Sehr schön. 3-3. So, Mietje, bist du noch da? Nee. Hallo, Peach, man hört dich nicht mehr. Kaputt. Wem hört man nicht mehr? Na, deinen Teamkollegen. Und Steve, Peach. Steve? Wir hören dich nicht mehr. Vielleicht fragst du auch gerade noch gespielt. Da wartet kurz, jetzt noch nie bewegen. Bewegen tut er sich ja, aber wir hören halt nicht mehr. So, die letzte Runde entscheidet, ne? Ja. Ja, es geht tatsächlich bis zum Ende. Und schon haben wir nur noch eine halbe Stunde. Wie spät ist es denn? 13:30 gleich. Okay. Ach Mann, Alter, scheiß NPC. Huch. Ach, sie kommt bei dir. Da. Nein! Jawohl! Ich hätte nur schnell abdrücken müssen. Dann hätte ich gehabt. Danke, Kevin. Ach Mann! Ich hatte den Cursor schon auf dem Kopf. Ja, ich auch. Aber du hast wahrscheinlich die falsche Waffe gehabt, oder was hast du? Das ist normale Dings, MG. Aber wie gesagt. Weil da hatte ich die Billigknarre. Ich hätte nur einmal abdrücken müssen, dann wäre es vorbei gewesen. Aber okay, GG. Gut gemacht. Schade. Ja, das Problem, wenn man dann die ganze Zeit erzählen, wie du immer hoch und runter bist. Hoch und runter. Ich weiß, ich hab's ja gesehen, weil ich geguckt habe, wo ihr steht. Ich wollte mit einem Granatwerfer rüberschießen zu euch. In dem Moment fährt schon scheiß NPC rückwärts. Sehr schön. Das mit dem Granatwerfer habe ich gewusst, weil ihr nämlich komplett auf immer nach hinten vom Gebäude weg seid. Da wusste ich, okay, die werden mit Granaten schießen.